Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Rivalen- und Rebellenbox von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Rivalen und Rebellen, es ist eine Riesenbox, auf jeden Fall eine der größten Boxen, die ich je hier vor mir hatte. Wir werden das Ganze mal vorab aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. Also, ist wahrscheinlich hier zu öffnen. So. Und so sieht das Ganze dann ohne Folie aus. Also wir haben hier so eine gelbe, schwarz-gelbe Box mit einem großen Totenkopf und zwei knochigen Armen bzw. Händen, die den Mittelfinger ausgestreckt haben. Freiwild lesen wir oben, Rivalen und Rebellen. Hier vorne nochmals. Auf der linken Seite haben wir nochmal den Totenkopf mit den Mittelfingern. Auf der rechten Seite ebenso. Hinten lesen wir nochmals Freiwild, Rivalen und Rebellen. Und auf der Rückseite haben wir einen Zettel, dieser ist angeklebt. Das kann man hier abmachen, das ist ein Klebetropfen. Also hier haben wir einen Infozettel bezüglich des Inhaltes. Fanbox-Inhalt. Okay, also wir haben einmal natürlich die Album-CD in so einem Digipack. Dann haben wir Blechuntersetzer, 5 Stück an der Zahl. Einen Spielblock, einen Kugelschreiber, einen Würfelbecher und Würfel. Rückseite blank weiß. Ich packe den Zettel mal zur Seite. Dann haben wir hier noch das Label Rookies und Kings, beziehungsweise Harder Entertainment und Soul Food. Und auf der rechten Seite haben wir dann noch einen Barcode. Okay, auch wenn es vom Design her aussieht, wie so eine Box zum Auseinanderziehen, das hier ist stabil, also hier ist kein Schnitt in der Mitte, das ist einfach nur Optik. Und dann haben wir hier vorne die Klappe mittels Magnetverschluss. Das Ganze geht dann hier auf. So, und das sieht schon sehr mächtig aus. Also wir haben hier einmal das Logo von Freiwild. Ich werde nur kurz hier was drunter legen unter den Deckel. So. Also wir haben hier einmal das Logo von Freiwild in so einem Schaumstoff geprägt. Dann haben wir hier so links und rechts so eine kleine Lasche, um das Ganze rauszuziehen. Und hier die Formen, okay. Und dann haben wir hier den Inhalt. Hier ist noch so ein kleines Säckchen, dass das Ganze trocken bleibt. Und was mir besonders gut gefällt, nicht nur, dass das Ganze mit einem Magnetverschluss versehen ist, nein, wir haben hier oben auch noch in seinem glänzenden Aufdruck das Freiwild-Geweih, das Freiwild-Logo. Kommt hier echt schön zur Geltung. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal einen Würfelbecher. Dann das Album an sich. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Würfel, die Untersetzer, den Stift und den Würfelblock. Das Ganze hier rausnehmbar. So sieht die Box dann ohne aus. Aber ich werde das natürlich drin lassen, weil sich diese Box optimal auch als Spielekoffer eignet und nachdem das hier so schön in dem Schaumstoff eingefasst ist, kann man das hier sehr gut aufbewahren. Auf jeden Fall eine sehr schön gestaltete, hochwertige Box. So, dann gehen wir das mal zur Seite und schauen uns mal den Inhalt genauer an. Nachdem diverse Sachen hier ja noch eingeschweißt sind, werden wir die mal aus dem Plastik befreien. Einmal den Schreibblock, den Würfelblock. So, einmal. Okay.
Dann haben wir das Album an sich. Dieses ebenfalls verschweißt. So. Und dann haben wir noch die Untersetzer ebenfalls eingeschweißt. So. Aber jetzt haben wir alles aus der Folie geholt. Letzten Handgriffe hier noch. Sehr schön. Gut, wir starten natürlich mit dem Album an sich. Also, das Album genauso gestaltet wie auch schon die Box in Gelb und Schwarz-Weiß. Freiwild, Rivalen und Rebellen. Totenkopf, Mittelfinger. Dann haben wir hier Freiwild, Rivalen und Rebellen. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben drei CDs an der Zahl. Wir haben 13 Tracks auf CD1, 13 Tracks auf CD2 und 6 Tracks auf CD3 ergibt insgesamt 32 Tracks. Allerdings auf CD1 hier der letzte Track Unbrechbar, da ist noch ein Hidden Track, also ein verstecktes Lied drauf. Also sind insgesamt 14 Tracks auf CD1, auch wenn hier nur 13 angeführt sind, denn hinter Unbrechbar ist da noch der Track Verbotene Liebe, Verbotener Kuss versteckt. Gut, auch hier wieder Credits und Barcode. 33 Tracks an der Zahl. So sieht das Ganze von innen aus. Hier schwarz und gelb. Erinnert so ein bisschen an so ein Absperrband von einem Tatort oder von der Polizei. Allerdings hier nicht Polizei, sondern Rivalen und Rebellen bzw. Freiwild aufgedruckt. Wir schauen mal die CD an. Die sieht so aus, in schwarz und gelb gehalten. CD1 und hier sehen wir die vier Mitglieder der Band. Dahinter ebenfalls wieder diese Absperrbänder. Dann haben wir hier das Booklet. Bedeutet, wir haben hier die CD1 und dann haben wir hier wirklich alle Tracks, die es hier auf das Album geschafft haben. Alle Tracks inklusive der Texte. Gefällt mir richtig gut. Eignet sich perfekt zum Mitlesen, zum Nachlesen, zum Mitsingen, wie auch immer. Kann man auf jeden Fall viel damit machen. Dann haben wir hier noch einzelne Fotografien, in dem Fall von Phipps, ist ja der Sänger von Freiwild. Und dieses Design zieht sich jetzt so durch, also schwarz, gelb und weiß. Diverse Fotografien. Okay, dann haben wir hier noch den Zeger. Also, das geht hier so durch. Hier nochmals alle vier abgebildet. Ihr seht es, jede Menge Text und immer wieder unterbrochen von diversen Schwarz-Weiß-Aufnahmen der Jungs. Dann haben wir zum Abschluss noch hier einmal die Credits. Und dann haben wir hier die CDs. Und zwar haben wir einmal CD2. Also dieser hier mit 13 Tracks, sieht so aus, wie auch schon die CD1 in schwarz und gelb gehalten. Und hier haben wir noch so eine kleine Papphülle, so eine kleine CD-Tasche, wo sich dann die Bonus-CD, die CD3 befindet. Und auf dieser ja auch nochmal 6 Tracks, diese auch wieder in schwarz-gelb gehalten. Schön gemacht, auf jeden Fall ein sehr hochwertiges Digipack, gefällt mir richtig, richtig gut, sowohl vom optischen Design her, als auch so von der Gestaltung, von der Aufmachung her. Dann haben wir Getränke-Untersetzer. Die sehen so aus, in schwarz und gelb, sind oben metallisch oder ja, Blech und auf der Rückseite, auf der Unterseite Kork. Sehr gut, damit die dann am Tisch schön feststehen und nicht ganz so leicht verrutschen und auch nicht irgendwie den Glastisch oder so zerkratzen. Schön gemacht. Wir haben hier fünf Stück. Und zwar haben wir hier fünf verschiedene Designs. Also, wenn man Freunde zu Besuch hat, dann kann man die hier allesamt auspacken. Fünf verschiedene.
Da kann man dann auch schön die Gläser auseinanderhalten. Jeder hat sein eigenes Bild, seinen eigenen Deckel. Jawohl. Und wenn man dann zusammensitzt und schon Getränke trinkt, dann kann man natürlich auch noch sich die Zeit vertreiben mit ein bisschen Spielen bzw. Würfel spielen. Wir haben hier 5 Würfel an der Zahl. Die kommen in diesem wunderbaren Würfelbecher. Auch hier lesen wir wieder Freiwild, Rivalen und Rebellen. Die 2 Mittelfinger und das Ganze ist in Schwarz, hier mit gelber Naht vernäht. Auf der Unterseite nochmal schön eingeprägt das Logo von Freiwild und innen ist das Ganze mit so einem, ja, mit so einem Filz oder mit so einem Schaumstoff ausgekleidet. Also fühlt sich auf jeden Fall gut an und dann scheppern die Würfel da drinnen auch nicht so, weil die da gut gedämpft werden. Da hat sich auf jeden Fall jemand etwas überlegt. Wir haben 5 Würfel und die sind in Schwarz und Gelb durchsichtig gehalten. Allerdings, Besonderheit, ich hoffe man kann das hier sehen, der 6er in dem Fall ein Freiwild-Logo. Bedeutet, wir haben die Zahlen 1 bis 5, ganz klassisch. Und dann statt der 6 haben wir hier das FW, also das Freiwild-Geweih. 5 Würfel. Und dann haben wir hier noch einen Notizblock, einen Würfelblock. Auch hier wieder Freiwild mit dem Totenkopf. Geweih gewinnt nennt sich das Ganze. Und dann haben wir hier Geweih gewinnt, die Regeln. Und ich glaube, es gibt mehrere Varianten. Beziehungsweise... Nein, Geweih gewinnt. Also wir haben hier die Regeln zum Spiel. Geweih gewinnt. Und dann haben wir hier wirklich jede Menge an Zetteln, an Seiten, um das Ganze hier dann entsprechend einzutragen. Die Spielergebnisse, also pro Zettel hier auch nochmal 6 Spiele, also ihr könnt hier wirklich unendlich lange spielen. Und um das Ganze einzutragen, gibt es dann auch noch den passenden Stift. Dieser sieht so aus, in Schwarz und Gelb, ist relativ schwer, weil er ziemlich massiv ist. Also wir haben hier die Kappe von dem Stift, die ist auch ja, Metall oder Hartplastik, auf jeden Fall verdammt schwer für eine Stiftkappe. Und dann haben wir hier den schwarzen Stift mit dem gelben Aufdruck Rivalen und Rebellen Freiwild. Und besonders schön gemacht hier als Detailarbeit hier dieser Totenkopf an der Spitze. Komplett in Schwarz, gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir vorne entsprechend die Spitze, um das zu notieren. Und das Ganze ist hier noch so versiegelt. Also ihr habt hier so einen kleinen Klebetropfen oder sowas drauf. Und wenn ihr den abmacht, jawohl, dann kommt eine Kugelschreibermine in Schwarz zum Vorschein. Und mit der könnt ihr dann natürlich auf dem Blog Eintragungen machen. So. Das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die 5 Getränke-Untersetzer, der Würfelblock, der Würfelbecher inklusive der 5 Würfel, der Kugelschreiber zum Notieren und natürlich das Album an sich, das Digipack inklusive 3 CDs. Insgesamt 33 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box Rivalen und Rebellen von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.